Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Ich nehme übrigens mal die Maus aus dem Bild, weil die brauchen wir ja nicht, die Maus. Und starten ein neues Spiel. Ja, Mikro habe ich angeschlossen, auch top. Und wir spielen wieder mit Isaac nach wie vor. Übrigens wollte ich mich bedanken fürs reichliche Feedback im Moment auf den letzten Videos. Ist ja einiges an Feedback. Von wegen aus dem Video und so. Leider Englisch nicht so gut, bin schwierig manches zu entziffern, aber oder herauszufinden, was es heißt. Aber trotzdem, danke fürs Feedback und dass ihr meine Videos gut findet. Age of Empires wird eventuell eingestellt erstmal für kurze Zeit. Ich brauche davon eventuell eine Pause. Einfach weil ich da mit dem Level nicht vorankomme. Kann ich mich auch täuschen, also ich werde mal gucken, ob ich das einstelle erstmal. Aber ganz klar sei gedacht, ich werde es nicht komplett einstellen, ich werde nur für die ersten Zeit einstellen. Heißt, ich werde dann so 2-3 Tage vielleicht das nicht mehr spielen. Einfach aus Prinzip. So, was will mir das Spiel damit sagen, dass es mir 4 Münzen gibt? Spiel, was willst du mir damit sagen? Weil ich arm bin? Oder was willst du mir jetzt damit sagen? Na egal. Was auf jeden Fall feststeht ist, wir werden heute versuchen, komplett ohne Goldraum mal durchzukommen. Einfach um was freizuschalten, falls ich mich nicht täusche. Zumindest 2 Ebenen lang ohne Goldraum. Wahrscheinlich werde ich mich selber dafür hassen. Aber hey, mir ist der Versuch schon mal was wert und ja. In der Hoffnung, dass wir irgendwas aus den Kisten bekommen, gehe ich einfach erstmal weiter. So, übrigens, Entschuldigung, dass im Hintergrund Geräusche sind. Ich wohne direkt an der Hauptstraße, da sind gerne mal LKWs und anderes unterwegs. Monstrous du, das ist gar kein Problem. Na gut, wie gesagt, LKWs und so, ne? Warum gerade jetzt? Wieder Stoßzeit. Wer nicht weiß, was Stoßzeiten ist, einfach mal googeln. Und keine Sorge, das hat nichts mit dem, was man im Schlafzimmer zu tun hat. Also was man da im Schlafzimmer macht, zu tun. Darüber haben sie mich auch schon einige amüsiert, von wegen, hey, Stoßzeit, hahaha. Nein, nicht sexuell. Könnt ihr euch ganz klar wieder verklemmen, das Gelächter darüber. Denn Stoßzeit ist ganz klar beschrieben. Zumindest wenn es noch Stoßzeit genannt wird. Gibt da tausende von Begriffen. Haben wir jetzt auch mal mein eines Ohr. Gerade den Kopfhörer weggeschoben, damit ich das nicht kriege, falls das nämlich zu laut ist. Und das breche ich an einer gewissen Stelle auch. Und machen danach dann gleich weiter. So, wie gesagt, Goldraum lassen wir aus. Eventuell über 3 Ebenen. Und ich sollte mir mal Timer stellen. Also jetzt habe ich vielleicht schon 5 Minuten aufgenommen. Heißt, ist sowieso nicht schlimm. Ich habe den Timer nur, damit ich nicht über die Zeit hinausgehe, die ich mir vorgelegt habe. So im Durchschnitt will ich halt quasi immer maximal 25, wenn es hochkommt, 15 Minuten Tag bei der Binding of Isaac. Weil das ist ja auch nur so nebenbei, um nochmal am Mittwoch irgendwas zu haben. Und ich wollte wissen, was haltet ihr eigentlich von Vorstellungsvideos? Ja, nein, gerne mal in die Kommentare. Also heißt Vorstellungsvideos. Das heißt, ich nehme mal immer an jedem Tag irgendwas anderes auf, zusätzlich noch zu dem eigentlichen, was ich standardmäßig aufnehme. Also wie ich das jetzt zum Beispiel mit der Binding of Isaac hier so mache. Ja, dann zusätzlich nochmal irgendein Spiel zusätzlich noch mit auf. Ne? Kann gut laufen, kann schlecht laufen, müsst ihr mir mal schreiben, ob ihr daran Interesse habt und ob auch Browser-Games in Ordnung wären für euch. Wie ich die dann wieder aufnehmen werde, ist wahrscheinlich wieder nach demselben Prinzip, wie ich das hier aufnehme, damit es halt hochskaliert ist auf 1280 zu 720p, A16:9. Ne? Für jeden Fachsimpler da draußen und auch für jeden Hightech-Nerd sollte das jetzt bekannt sein, was das heißt. Genau, das ist nämlich dieses Format, was ihr euch gerade anguckt, dieses Bildformat nämlich. Heißt, lange Rede, kurzer Sinn, wenn ihr möchtet, dass ich Browser-Games spiele und ihr möchtet das in einer gescheiten Auflösung, sagt mir das gerne, dann mache ich das hier mit diesem Programm, womit ich das aufnehme. Ansonsten kann ich das natürlich ganz normal aufnehmen und dann mit einem anderen Programm zuschneiden, USB. So, Goldraum brauchen wir ja nicht.
die machen halt immer ein bisschen Fahrt. And the Fury. Was bald hätte und das war jetzt echt Fahrt in the Fury vom Wurm. Vom Larry Junior. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir kümmern uns jetzt erstmal um eins, nämlich. Schön, da muss ich mich kurz rausfahren. Um den Larry Junior. Und um seinen Bruder Larry Junior. Beide heißen die Larry Junior. Ziemlich verwirrend, wenn man einen ruft, kommen beide an nachher. Nein, Spaß beiseite. Fast wir kümmern uns erstmal um die. Und kümmern uns darum, auch mal nicht zu sterben. Das ist ja auch mal eine Sache, diesmal. Ja, Angriff nicht, warte. Der fährt halt nicht nach irgendeinem Algorithmus, bevor ich sage, hey, guck mal auf den Algorithmus, wie er sich bewegt. Ein Kesselmanöver von dem. Ist auch mies. Komm. Übrigens kommt bald wieder ein PC-Tutorial. Ich habe ja vor langem mal dieses Ton-Tutorial gemacht. Ich glaube, da hatte ich schon Windows 7. Genau, da hat es angefangen. Da hatte ich gerade Windows 7 ganz frisch, hatte ein bisschen was herausgefunden und dachte, komm, mach mal ein Video. Aber darum sollte es gar nicht gehen. Dann sollte nämlich nicht wieder um den Ton gehen und wie man den austauschen kann. Könnte ich natürlich nochmal remastern, das Video, weil das dann vielleicht besser rüberkommt, keine Ahnung. Aber nur, dass ihr es wisst, dass da wieder was kommen wird. So, jetzt gehen wir wieder in die nächste Ebene. Und ich merke gerade, so ohne Golfräumen läuft es eigentlich bis dato relativ gut. Was natürlich noch besser laufen würde, wenn wir kein Paar nehmen würden. So, eventuell schalten wir jetzt gleich was frei, wenn wir sterben. Weil bis jetzt habe ich noch nichts von wegen hier, sie haben freigeschaltet das. Übrigens, wenn ihr Gameboy-Spiele sehen möchtet, also so eine Art Retro-Mittwoch, falls ich Binding of Isaac irgendwann mal durchhaben sollte, in irgendeiner Form, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, würde mich gerne interessieren. Und dann würde ich sagen, fangen wir an mit den ganzen Retro-Games. Da muss ich halt mal gucken, die Macher anzuschreiben, ob ich das darf. Und das Thema ist halt, ich werde mir dann ein Emulator runterladen, verständlicherweise. Und dann eben halt den Preis der Spiele eventuell an die Firmen überweisen. Heißt, ich hole mir einen Emulator und die Spiele dazu. Und mit anderen Worten, ich bezahle für ein Gerät, was ich nicht besitze, die Firma, die ich dann halt das Spiel spiele. Die Spiele und halt den Game Boy zum Beispiel oder den Nintendo DS besitze ich das Gerät, deswegen brauche ich da kein Geld rein in dieses Gerät, sondern nur für die Spiele, die ich nicht besitze. Mit anderen Worten, ihr bezahlt mir die Spiele, wenn ihr dann fleißig zuschaut. Danke schon mal voraus. Und natürlich muss die Frage auch noch sein, ob ich überhaupt monetarisiere oder nicht. Das ist auch noch die Frage. Und ich sollte mal vielleicht mehr aufs Spielgeschehen achten, weil ich habe jetzt nur noch ein halbes Herz. Und das ist halt richtig hart um hier in dem Spiel. Nur noch mit einem Heimherz. Übrigens habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht für The Legend für The Binding of Isaac Rebirth ein The Legend of Zelda Texture Pack erstelle. Geschweige denn ein Soundpack. Und wenn ihr das haben möchtet und auch vielleicht an dem Gewinnspiel teilnehmen möchtet, was sowieso immer noch läuft, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, weil es ist immer noch am Laufen, das Gewinnspiel. Ja, bevor ich was, hey, Gewinnspiel ist doch am Februar auslaufen. Nein, es haben kaum welche mitgemacht, beziehungsweise es kam irgendwie keiner dazu, irgendwas einzusenden, glaube ich. Und deswegen habe ich es nochmal verlängert um 2 Monate, was jetzt nur noch 1 Monat ist, weil wir schon im März sind. Nee, Quatsch. Oder warte mal, Februar sollte es enden, den 12. Dann sollte es bis zum 12. April, genau, bis zum 12. April sollte es weitergehen. Also heißt, es läuft in der Tat nur noch 1 Monat. Quasi. Ne, also bis zum 12. April habt ihr noch die Möglichkeit mitzumachen. Gerne mit euren kreativen Einsendungen. Ich habe ja das im Video erwähnt. Also malt irgendwas, pixelt irgendetwas. In Minecraft könnt ihr gerne was machen. Ihr könnt auch gerne ein 3D-Objekt erstellen und mir zuschicken. Wo ich dann natürlich gefragt bin, ob ich das auch in meinem Videospiel verwenden darf. Ich mache ja im Moment mit einem meiner Kollegen bin ich dabei, großartig an einem Videospiel zu werkeln, sage ich mal ganz liebevoll ausgedrückt. Und da bin ich gestorben. Und da würde es mich halt interessieren, großartig interessieren, ob ihr sagt, ja, nimm ruhig mein 3D-Objekt als Vorlage für irgendwas anderes oder verwende es ruhig. Ist ja schließlich auch fürs Gewinnspiel gewesen, so ein Motto, kannst du es auch verwenden. Dann danke ich schon mal im Voraus. Aber jetzt nochmal zurückzukommen. Also Gewinnspiel nach wie vor bis zum 12. April noch am Laufen. Also wer noch Interesse hat an dem Memory-Spiel zuzüglich den Aqualinus, den 50 Stück. Ja, ich habe die Zahl erhöht von 20 oder 30 auf 50. Und natürlich an dem The Legend of Zelda.
Texturenpack, was natürlich als auch nachher als Download durchfrei erhältlich ist, wo ich aber natürlich die Beta-Form jedem Gewinner zukommen lasse und dann die natürlich nochmal im Nachhinein informiere über die endgültig fertige Version. Der kann mir natürlich auch nochmal zukommen lassen. Also Gewinnspiel top, bitte mitmachen, sehr, sehr freundlich. Und hatten wir nicht diese Begleitgeister erst im nächsten Spiel? Egal. Ich weiß es nicht. Na, wie auch immer. Irgendwann haben wir Sister Maggie. Und darüber sollen wir uns freuen, weil sie macht doppelten Schaden, soweit ich weiß. Und verfolgt mich auch. Wie ihr seht. Ah, Pillen. Pillen sind immer lustig. Setzen wir hier in den Raum ein. Der kann mich schützen. Oh, ist doch viel. Hey. Schöne Sache. Spreng ich mal und bin hier um die Kacki-Häuflein. Ah, nächste Pille. Schade, kann es nicht nochmal eine Bolt of Steel sein? Hier habe ich den Fehler gemacht, beim letzten Mal an der falschen Ecke zu sprengen. Ich muss nämlich hier sprengen und dann kommen wir auch hier sauber rein und können sauber ablooten. Und ich glaube, die Pille setze ich genau jetzt ein. Und Moment, jetzt. Oh no. Okay, hat den Monster halt so gar nicht gejuckt. Obwohl er total reingesprungen ist. Aber egal, wir schaffen das. Wir schaffen das. Aber immer habe ich sowieso schon die Gewinner-Kombi. Ich werde halt jetzt eigentlich keine Pillen mehr nehmen. Zumindest solange sie nicht irgendwie gut aussehen. Mit anderen Worten, Bottle-Pill ist ja schon mal unlocked. Also wir wissen jetzt, wie die aussieht. Falls ist natürlich top. Und ich werde auch keine Karten einsetzen, dessen Bedeutung ich nicht weiß. Heißt, da muss ich sowieso noch mal ins Wiki schauen, dann immer mal. Ich bin dann überlegt, ob ich mir hier eine kleine Liste so neben mir aufhänge, wo ich dann alle Objekte drin stehen habe, die gut sind, damit ich weiß, aha, die nehme ich, um halt dann total den OP ran zu starten. Voraussichtlich kriegt hin, gleich von Anfang an. Was natürlich ein bisschen fummeln ist, wenn man so eine Liste aufhängt, aber hey! Müsst ihr ein bisschen Verständnis mitbringen. So, wir gehen einfach in die nächste Ebene, in der ersten war ja nichts mehr. Und bitte Gold räumen. Nein, aber eine Kiste. Kiste, bitte. Bitte, Kiste. Okay, kein Schlüssel. Wir müssen da nochmal zurück, wenn wir zwei Schlüssel haben. Unter anderem wegen den Goldraum auch. Brauchen wir ja einen Schlüssel. Deswegen ist sowieso erstmal Goldraum First Order. Was wir zuerst suchen sollten. In anderen Worten. So, den Raum passieren wir auch ohne Probleme. Oh, aber wir haben Bomben. Oh ja, ja, ja. Sehr schön. Ah, ich liebe es, wenn Gegner in etwas reinrennen. Spart man sich so viel Schlüssel. Und da wäre ich beinahe in die Szene reingerannt. Und dann wäre ich da irgendwie aufgewiesen. Und Alter, der Raum hat mich jetzt irgendwie ausnahmsweise mal geliebt. Da hat mich gar keine Fragen gemacht. Okay. Was natürlich feststeht, wir haben jetzt schon mal über die 15 Minuten. Nee, Quatsch, haben wir noch. Wüssten wir, weil ich ja vorhin zu blöd war und den Timer noch gar nicht gestartet hatte. Deswegen. Also wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal über die 15 Minuten. Das ist auch schon mal ein Anfang, das ist schon mal eine Ansage. Oder hätte ich eventuell, falls ich hier ja, noch weiterkommen sollte, einen zweiten Part habe, seht ihr den natürlich auch am nächsten Mittwoch. Ihr dachtet jetzt auch am selben Mittwoch. Nein, nein. Also ihr seht ihn auf jeden Fall am nächsten Mittwoch, wenn es dann wieder heißt, Binding of Isaac. Aber auf jeden Fall steht auch fest, wenn wir hier jetzt wieder verrecken, gibt es halt wieder nur ein Part leider. So, ich gehe erstmal rüber bis nach zum anderen Ende, weil dann brauchen wir da nämlich auch nicht. Wir brauchen drei Schlüssel. Wir brauchen drei verdammte Schlüssel. Heißt, wir müssen hoffen, dass wir noch irgendwo einen Schlüssel finden. Okay, in den Feuern schon mal nicht. Aber wir haben den Goldraum. Das ist schon mal ein Anfang. Bitte, bitte, bitte. Danke. Der hat mich nervig nachher. So, und geht los. Danke, jetzt brauchen wir nicht, aber Goldraum brauchen wir. Oh Gott, Book of Shadows. Was macht ihr das nochmal? Verdammt. Ich muss das mal, ich glaube, Book of Shadows, es könnte ein Schadensab sein. Zumindest für einen Raum halt, ne? Ich riskiere es halt erst beim Bossraum, das auszuprobieren. Ich meine, es war ein Schadensab, es kann natürlich auch ein Schild sein oder. Es kann halt alles Mögliche sein. Und ich hoffe halt immer noch auf die Schlüssel, deswegen durchquere ich noch hier die 1000 Räume der Qual, nenne ich das mal, so nett.
Nee. Aber wie gesagt, wenn ihr an ein The Binding of Isaac The Legend of Zelda Texturen Pack interessiert seid, schreibt das mal gerne in die Kommentare. Würde mich interessieren. Ich starte auch eine Strawpool-Umfrage für diese Sache. Werde das auch bei Facebook reinstellen. Das heißt, da wird sowieso dann eine allgemeine Umfrage bei Facebook sein. Und wir kriegen in der Tat noch einen Schlüssel. Und bitte jetzt noch einen, dann haben wir voll den King. Oh ja, 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 ja. Gott sei Dank, dieser Boss. Oh Gott, also Mini-Boss natürlich, versteht ihr? Der macht halt so gut wie nichts, außer wir kriegen ihn nicht schnell genug down, weil dann... Ja, genau das meine ich. Okay. Irgendwas mit Tod. War es gut oder was böse? Ich weiß es nicht. Okay. Es rappelt nicht mehr in der Kiste. Heißt, wir nehmen die Kiste, die wir zuerst gefunden haben. Es kann halt total der Fail sein. Es kann halt total Glück sein. Und es ist total der Glück. Wir haben noch einen Schlüssel gefunden. Das Spiel liebt uns heute. Und wir haben Bolt of Steel gehabt. Also, das sagt uns doch mal aus. Ja, ist richtig. Okay, das Spiel liebt uns. Tut mir leid, dass ich gerade so upgrade, aber das Spiel liebt uns einfach abgöttisch. Weil wir können auf der nächsten Ebene den Goldraum mitnehmen, wir können auf der nächsten Ebene in den Shop mal reingucken, weil wir haben mehr als 15 Münzen und das ist schon mal eine Ansage. Das heißt, wir kriegen eventuell zwei Passes dabei raus. Das heißt, ich werde trotzdem die Aufnahme unterbrechen und dann eine Verabschiedung drin haben, aber werde dann halt direkt weiter aufnehmen. Eventuell aus dem Mieter. Und warum habe ich jetzt Larry Junior? Das ist halt so der Hard-Assi-Move vom Spiel, jetzt nochmal den vom vorigen Abschnitt wieder zu bringen. Ja, was heißt vom vorigen Abschnitt? Aber vom vorigen Run, wo ich halt total abgelost habe, weil ich ja keine Räume mitgenommen habe. Und könnte ja jetzt mal... Oh, ich habe endlich da aus dieser bisherigen Lage raus. Ich versuche halt immer so ein bisschen auszuweichen. Könnte halt auch total mein Tod sein, denn nachher... Okay, jetzt haben wir halt drei Larry Juniors. Was halt total jetzt der Unterfinger ist. Oh, voll die Herzattacke, weil ich dachte, okay, jetzt, der fährt voll in mich rein. Ich bin voll hier immer zwischendurch mal aufräumen, damit ich nicht irgendwie blockiert werde, dass ich den ganzen Kacki. Entschuldigung, wenn ich so hochtönig werde, so mache. Immer so rein ins Mikro. Immer rein damit. Aber fast zum Kacki-Häufchen. Häufchen. Ne? Na okay, Spaß beiseite. Wir kümmern uns weiterhin. Warum geht es drauf? Okay, wir wollen den Kopf. Und ich habe halt weder das Buch noch die Karte eingesetzt und haben wir einen Devil Deal. Wir haben einen Devil Deal. Katze, nein. Das andere Symbol weiß ich nicht. Ich will aber jetzt auch nicht nachgucken. Ich will aber nachgucken, ob wir hier in dem Feuer noch was haben. Nein. Das heißt, Devil Deal verlassen wir einfach, weil ich halt gerade keine Ahnung habe und vielleicht jetzt total in den Kommentaren von euch zugeflammt werde. Aber hey! Lange Rede, kurzer Sinn. Oh, hoppla, falsche Taste, weil ich einfach mal kurz meine Nase gekratzt habe und nicht auf die Taste zugeguckt habe. Naja. Auf jeden Fall, um nochmal zurückzukehren auf die Retro-Games, ne? Das heißt dann, ich werde jeden Genre spielen. Heißt von Denks bis zum Knobelchen. Vielleicht wird es auch nur ein Part jeweils immer sein von irgendeinem Spiel, aber es wird dann halt einfach Retro und dann der Tab sein. Eventuell, wie gesagt, Mittwoch, Retro-Mittwoch, je nachdem, ob ich dann bis dahin schon geschafft haben sollte, das Binding of Isaac abgehakt zu haben. Ansonsten kommt es halt zu einem anderen Wochentag. Habt ihr da mal wieder ein bisschen mehr. Und ja, ich weiß, ich steige nicht ein bisschen jetzt ins Let's Play rein, aber ich zocke einfach in letzter Zeit so gerne wieder und außerdem auch für euch gerne auch wieder ein paar Spiele an. Und deswegen... Ach, verdammt, das war dumm. Ich hätte nicht so lange stehen bleiben dürfen. Nee, und deswegen würde mich das freuen, wenn ihr mir das gerne mal schreibt in die Kommentare, ob ihr euch darüber freuen würdet, über einen Retro-Tag, wo ich dann einfach mal random irgendwelche Retro-Games wieder spiele, Game Boy, DS, also naja, Retro heißt nicht unbedingt Game Boy, aber halt so Handheld-Konsolen. Darunter auch die PS Vita natürlich, dann werde ich bei Tony die anschreiben, ob alles in Ordnung ist, ob man den Emulator so nutzen darf. Ansonsten bestelle ich mir eine PS Vita. Einfach um zu besitzen und Justiz ist sehr gut, die Karte nehme ich mit. Dann bestelle ich mir eine PS Vita bzw. eine PSP. Einfach um halt, ja, das da gesagt haben, ja, ich habe die Konsole. Ich darf die Spiele spielen. Ich bezahle natürlich auch. Also heißt, ich kaufe mir die Spiele dann nicht, aber ich werde dann den Preis, Vollpreis an die Firma überteilen. Oder eventuell den Pressepreis. Es gibt ja nach wie vor die Möglichkeiten, Spiele auf den Pressepreis zu kriegen für als Let's Player, weil wir sind ja mehr oder minder eine Art Presse, weil YouTube ja kostenlose Werbung nochmal für die Spiele ist.
Gott, rede ich mir den Mund putzig und ich habe nichts zu trinken, Leute. Wir haben nicht mit kein Geld zu trinken. Ja, das ist mal wieder die diese Tage, wo man sagt, oh Gott, nehme ich jetzt auf und rede mir meinen Mund putzig oder erspeife mir und ja, lass die Zuschauer in Ungewissen, weil kein Part kommt. Nein, ich zieh's durch. Knallhart, okay. Wir gehen volles Risiko, aber hier in die Ecke bitte. Okay, Head down. Wir haben wieder drei Herzen, wir sind Legend of Zelda. Drei Herzen, links. Und jetzt haben Dohati nur verloren. Weil jetzt, na wohl. Das Buch kann uns. Ja, das Buch ist halt so richtig hart, danke. Oh, und wir können uns heilen. Okay, wir müssen das halt jetzt so schaffen. Komm, die Luft wieder weg. Danke. Oh Gott, oh Gott. Wir müssen da raus aufdecken. Okay, und wieder. Oh Gott. Wir schaffen, wir schaffen. Ja, der ein Herz links. Ich sag extra links für das Ziel. Nicht sauer sein. Okay, und wir müssen nur noch diese Knüpfe wegmachen, aber das geht ja einfach mit der Schwester Maggie. Oh, schöne Sache. Okay, wir machen weiter. Wir haben ja noch den Goldraum hier auf der Ebene. Ich wollte halt nur den Boss besiegen, weil selbst wenn ich jetzt den Goldraum gehabt hätte, ich weiß noch nicht, ob der Bossraum jetzt nötig war, weil wenn wir jetzt im Goldraum total eine Fehlsache haben, dann ist halt auch richtig für den Arsch, weil, ja, wir haben halt total verkackt dann. So, lange Rede, kurz sind. Hey, wir sind in der Nähe des Shops. Oder des Casinos, eins von beiden. Hier, weil das abgeht. Casino heißt halt Spielautomaten USB. Lass ihn aber schon. Obwohl, Münzen. Ja, Münzen ist halt entweder Shop oder Casino. Also diese Automaten. Ich weiß nicht, ich guck nach. Shop. Ein schlechter Shop, aber Shop. Es ist ein Shop. So, halt, wir haben eine Sprüche und wir haben. Okay, wir nehmen beide. Einfach aus Prinzip. Heuschen Touch, hey, alles was uns berührt, kriegt jetzt eine Verkiftung für eine kurze Zeit. War das richtig? Ich glaube ja. Und nicht eine Verkiftung, sondern eine Vergiftung. Und ich könnte... Ja, komm. Wir machen uns nochmal auf den Weg nach unten. Und dann gehen wir aber nach oben, um den Goldraum zu holen. Übrigens, falls ich jetzt das in zwei Parts splitten sollte, falls wir draufgehen sollten, dann natürlich nicht. Aber falls ich splitten sollte, weil der zweite Part anfängt, dann nimmt mir das nicht so übel. Dann freut euch lieber auf den nächsten Mittwoch, weil da geht es dann ja weiter für euch. Optisch. Heißt, wir können natürlich jetzt diesen Part hier auslassen. Ja, schön ist, dass ich das kurz vor Ende sage, das Part eventuell. Aber wir können natürlich diesen Part hier dann auslassen, eiskalt. Und sagt euch dann, komm, ich guck die Parts zusammen. Für die, die gesappt haben bis hierhin, guckt am besten beide Parts zusammen. So, ja. Wir sind mini. Wir sind klein. Wir sind Hahn. Aus Two Broke Girls. Okay, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber gut. Notfalls verklagt mich doch. Pro7 und so, und RTL und so, halt, das noch laufen wird, eventuell. Aber wir sind schnell, stimmt das? Der war irgendwie klein und wir waren schnell, das waren die zwei Sachen. Und ich glaube, genau, das füllt alles in einen Raum. Und dafür kriegen wir sogar eine neue Karte, wie geil. Das Trench. Okay, das lasse ich mal. Na gut, ich würde sagen, ich gehe jetzt noch Richtung Bossraum. Zumindest, damit ich schon mal in der Nähe bin. Und würde sagen, hier mache ich den Cut. Heißt, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Schön, dass ich den Part jetzt hier schon beende, dann ist er halt ein bisschen kürzer. Aber freut euch auf den nächsten Mittwoch. Und ich würde sagen, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Salz, haut rein und ciao.